Guten Abend. Ich bin, mein Name ist Achim Brandt. Ich bin immer zuständig, dass hier monatlich ein Palaver stattfindet und auch, dass wir immer einen Referenten haben oder Referentin und interessantes Thema. Zum Glück kriege ich meistens von den anderen Attac-Mitgliedern sehr schöne Angebote. Und wir haben heute Katrin Klösel hier, da wird die Judith dazu gleich noch was sagen. Ich wollte nur allgemein ein paar Sachen sagen, zum Beispiel Vorschau auf nächsten Monat. Da machen wir mal wieder das bedingungslose Grundeinkommen. Das kommt ja alle paar Jahre mal dran bei uns, weil es gibt ja innerhalb Attac Befürworter und ein bisschen kritische Meinungen dazu. Also sprechen wir mal wieder darüber. Ja, ich bin Judith, bin aktiv bei Attac München und eins gibt es doch noch anzusagen. Ich habe gerade einen Anruf bekommen, passt vielleicht ein bisschen zum Thema. Thema Brexit stand ja auch in Großbritannien, insbesondere in der sehr rechten Kampagne, in großen Teilen dahinter. Andererseits ist es so, dass bei Attac der Brexit auch als mögliche Chance für eine Reformierung von Europa bewertet wird, unabhängig von dem, was dem vorausgegangen ist, dass Großbritannien so abgestimmt hat. Zu dem Thema hat sich eine neue Projektgruppe gegründet bei Attac München, die sich Gedanken machen möchte, wie ein sozialeres Europa aussehen könnte, das den Neoliberalismus, wie er derzeit praktiziert wird, vielleicht auch überwinden kann. Diese Projektgruppe trifft sich hier im Eine Welthaus am Mittwochabend um 19 Uhr. Wer Interesse hat, da mal vorbeizuschauen, ist jederzeit willkommen. Genau, jetzt zum Inhaltlichen vielleicht, man muss dazu sagen, vielleicht zu der Geschichte, wie ich auf Katrin Klösel als Referentin gekommen bin. Ich bin Delegierte von Attac München bei Bündnis Rosenheim Nazifrei, wo wir im vergangenen Sommer in Rosenheim sehr erfolgreich gegen die neonazistische Kleinpartei Die Rechte protestiert haben. Und gleichzeitig merkt man, dass sich ja in dem Umfeld der Rechten einiges bewegt, einiges im Fluss ist und auch verändert. Nazis kommen nicht mehr in Springerstiefeln üblicherweise daher oder in Bomberjacken, sondern es gibt auch andere Rechte, die zunehmend die Agenda bestimmen, viel deutlicher die Agenda bestimmen. Wir reden von neurechten Bewegungen wie Pegida, identitärer Bewegung, der Jugendbewegung, aber auch rechtspopulistischen Parteien in ganz Europa. Und ich habe damals dann angefangen, mich näher damit zu beschäftigen und bin sehr, sehr schnell auf unseren Attac-Basistext, also das sind Bücher, die Attac als Auftragsarbeiten eigentlich an informierte Autoren vergibt, gestoßen. Das Buch Rechte Kulturrevolution, wer und was ist die neue Rechte von heute? Das ist ein Buch, an dem eben Katrin Klösel aus Wien mitgeschrieben hat, zusammen mit ihrer Kollegin Natascha Strobel und Julian Bruns aus Wien. Eins der ersten und umfassendsten, gut zu lesenden, informierten Bücher über diese Bewegung, die neue Rechte. Da gab es auch eine Vorgeschichte dazu, dass ihr schon 2014 euch insbesondere mit den Identitären der Jugendbewegung der neuen Rechte in Europa beschäftigt habt. Und ja, ich freue mich sehr, dass ich Katrin gewonnen habe, dass sie hier in München heute Abend einen Vortrag zu dem Thema hält und vielleicht auch was zu den Strategien insbesondere und zur Rhetorik und so weiter zu dieser Bewegung sagen kann, wie diese vielleicht auch versucht, Diskurse zu unterwandern oder Diskurshoheit in Europa zu gewinnen. Herzlichen Dank, Katrin, dass du da bist und Spaß beim Zuhören oder gute Informationen. Ja, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Attac für die Einladung und gleich vorweg auch bei euch, dass ihr euch bei warmem Wetter an einem Abend hierher bemüht habt, um euch einen Vortrag anzuhören, der jetzt nicht hoffentlich sehr, sehr kompliziert ist, aber es ist doch quasi schwere Kost vom politischen Thema her, dass ihr euch das anhört. Vielleicht noch ganz kurz zu mir und warum ich mich überhaupt gemeinsam mit meinen Kolleginnen mit dem Thema beschäftige. Ich habe in Wien Geschichte und Politikwissenschaft studiert und war so vor 2 Jahren und auch vor 3 Jahren dort in einer Studienvertretung aktiv. Das ist vergleichbar mit dem AStA in Deutschland und war in einem Politikwissenschaftsinstitut aktiv und dort ist es gerade im Jahr 2013 immer wieder so zu Störaktionen gekommen, also Veranstaltungen von uns sind gestört worden. Es gab so Pickel, die aufgetaucht sind mit ja zum Teil so großdeutschen Parolen und dergleichen und das war damals noch von einer rechten Organisation, die noch nicht so beobachtet war auch. Und wir haben uns dann gedacht, da muss man irgendwie damit arbeiten und als es dann 2013 auch zu so einem Refugee-Protest gekommen ist, gab es von diesen Gruppen, die sich damals schon Identitäre genannt haben, so eine Art Gegenaktion und das war dann für uns ein Moment, wo wir uns gedacht haben, da muss man dazu arbeiten, das muss man sich anschauen
Und zu diesem Zeitpunkt war es so, dass es in erster Linie journalistische Texte gab zu Identitären. Und das ist jetzt überhaupt nicht negativ gegenüber Journalisten und Journalistinnen gemeint, die sehr intensiv an solchen Themen arbeiten. Aber zu dem Zeitpunkt gab es quasi noch keine, ich nenne das mal große Analyse, also keine klare politische Zuordnung dieser Gruppen. Und wir haben uns deswegen vorgenommen, uns das näher anzuschauen. Und nachdem wir uns mit Identitären näher auseinandersetzen wollten, sind wir logischerweise um das Thema neue Rechte, also dieses Spektrum, nicht herumgekommen. Und so haben Natascha, Julian und ich uns diesen Gruppen entsprechend angenommen. Also Natascha hat davor auch schon zu einer Vorbildorganisation gearbeitet. Und das haben wir dann versucht zusammenzutragen. Genau, schauen wir uns vielleicht mal an, was uns heute so erwartet. Genau. Ich habe mir das so gedacht, dass wir uns am Anfang so mit ein bisschen mit Begriffen auch auseinandersetzen. Das wird jetzt nicht hochtheoretisch oder dergleichen sein, aber ich finde es wichtig, transparent zu machen, beispielsweise welchen Rechtsextremismusbegriff ich und wir verwenden, weil das durchaus umstritten ist und irgendwie das klar machen soll, wie wir das Thema so aufgreifen. Ich möchte einerseits über den Begriff Neue Rechte reden, erklären, was so dieser geschichtliche Hintergrund ist, warum sich die überhaupt herausgebildet haben, wer das so ist, wie sich die entwickelt haben und welche Strategien da dahinter stecken. Und dementsprechend, um das dann ein bisschen konkreter zu machen, würde ich das gerne anhand von drei Initiativen, drei Gruppen näher anschauen, nämlich Pegida, Identitäre und 1%.de oder 1%, wie auch immer. Weil ich einfach glaube, dass gerade Letzteres so eine Klammer sein wird, die in kommender Zeit wahrscheinlich auch noch relevant sein wird, und darum finde ich es immer gut, im Vorfeld zu wissen, wen man beobachten muss. Noch ganz kurz, wie das Ganze ausschauen wird. Also ich gehe davon aus, ich brauche so circa 1 Stunde 15. Das liegt daran, ich würde euch gerne noch ein Video auch zeigen. Das habe ich nicht selber gemacht, das ist online abrufbar. Und ich glaube, das fasst dann am Ende recht gut zusammen, worüber ich vorher so ein bisschen breiter geredet habe. Und das können wir dann noch näher besprechen auch. Und wenn ihr dann nicht komplett erschlagen seid von den Infos, dann können wir gerne nachher eben so Fragerunden machen und dergleichen. Wenn ihr ad hoc Verständnisfragen habt, also wenn ich irgendetwas unklar erkläre, zu schnell rede, zu leise oder dergleichen, bitte macht es euch irgendwie bemerkbar und dann können wir das auch gleich klären. Wenn es jetzt um so Kritik, Kommentare und Diskussionsfragen geht, würde ich euch bitten, eben das danach zu machen. Genau, soviel zur Formalie. Das ist eben das, was wir uns heute anschauen werden. Definitionen, europäische Perspektiven, und einmal ist ein historischer Sprung in die Vergangenheit enthalten, nämlich dann, wenn wir uns, wir sehen es hier unter Punkt 2, mit der sogenannten konservativen Revolution befassen. Da hoffe ich, ihr kommt quasi mit mir mit in diese Vergangenheit, aber das ist recht notwendig, um zu verstehen, wie die neue Rechte tickt und warum da quasi auf einmal Vorbilder und Köpfe auf irgendwelchen Stickern draufpappen, die man vielleicht nicht sofort erkennt. Und da macht es Sinn, sich mit diesem Spektrum konservative Revolution zu befassen. Genau, das schauen wir uns auch noch an, das sind die drei Gruppen. Und ich starte jetzt mal mit diesem etwas theoretischeren Input. Ich werde heute den Begriff Rechtsextremismus verwenden oder rechtsextrem. Und diesen Begriff kann man auf mehrere Arten und Weisen verwenden. Es gibt einen Zugang, der, ich nenne es jetzt mal von staatlicher Seite, verwendet wird, in, zum Beispiel auch in Form des Verfassungsschutzes, der davon ausgeht, dass es so etwas gibt wie eine, wenn man sich politische Spektren so anschaut, wie eine große, breite, bürgerlich-demokratische, schützenswerte Mitte der Gesellschaft, und links und rechts davon gibt es quasi so gleich schlimme Extreme der politischen Spektren. Das ist jetzt eine Grafik, die das versucht darzustellen, und man sieht es jetzt hier nicht, aber denkt es euch so gebogen wie ein Hufeisen, also das Modell hat auch einen Namen, Hufeisenmodell, und da geht es eben darum, dass man sagt, Extremismen sind verortet an diesen kleinen, gefährlichen Rändern. Und das Problem an dieser Definition ist, es ist keine ideologische Definition. Also man schaut sich quasi nicht an, was ist inhaltlich der Unterschied zwischen quasi links und rechts, sondern sagt, und ich überspitze das jetzt, wenn irgendwie eine Verwaltungsübertretung oder eine Straftat passiert, also wenn jetzt ein Mistkübel brennt, weil jemand für mehr Demokratie auf die Straße gegangen ist, oder ein Auto brennt, weil jemand weniger Demokratie möchte, ist das quasi gleich zu bewerten. Und ich finde, das ist in der Form schwierig, weil es verhindert zu erkennen, dass es ideologische Säulen gibt und Begriffe gibt und Analysen gibt,
die sehr viel breiter verortet sind als in einem kleinen rechtsextremen Spektrum. Also so rassistische Erklärungen, sexistische Erklärungen beispielsweise, sind viel, viel mehr in der sogenannten Mitte der Gesellschaft verbreitet, haben da einen Rückhalt und machen Rechtsextremismus salonfähig. Und wenn wir jetzt nur unser Auge darauf werfen würden, was so an einem kleinen vermeintlichen Rand von sehr wenigen praktiziert wird, dann verkennen wir das und tun uns in unserer Analyse entsprechend schwer. Das heißt, ich verwende nicht einen Rechtsextremismusbegriff, den jetzt der Verfassungsschutz definieren würde und verwenden würde, sondern habe eine ideologische Definition gemeinsam auch mit Natascha und Julian, an dem wir uns orientieren. Wir haben es jetzt nicht neu erfunden, sondern es gibt unter anderem einen Historiker, der heißt Willibald Holzer, muss man sich jetzt nicht merken, der schon in den 90ern versucht hat, so einzelne Kennzeichen von Rechtsextremismus aufzuzeigen. Und zwei Punkte, die er da nennt, und die finde ich eben sehr praktikabel, ist, dass er sagt, Rechtsextremismus ist eine Ideologie der Ungleichheit und der Ungleichwertigkeit. Das bedeutet, Rechtsextreme sagen, Menschen sind ungleich, egal ob das jetzt an Geschlecht orientiert wird oder dass man sagt, je nach kultureller Zugehörigkeit und dergleichen, Menschen können Unterschiedliches, sollen dementsprechend bestimmte Dinge machen oder auch nicht. Und das Ding, auch wenn sie das natürlich von sich weisen, diese Zuschreibungen sind dann nie wertneutral. Das heißt, schlussendlich geht es immer um Formen von Selbstüberhöhung, also quasi die Gruppe des Eigenen wird höher gewertet und all das, was als unter Anführungszeichen fremd gewertet wird, steht dann trotzdem in einer, sage ich mal, prekäreren Position. Dazu gehört auch vom Gesellschaftsmodell her, dass man zum Beispiel sagt, jeder Mensch hat so seinen Platz in der Gesellschaft. Das heißt, Hierarchie ist etwas sehr positiv Bewertetes. Das heißt, wenn jemand Teil einer Elite ist, dann ist das sehr okay und das ist wohl verdient. Und wenn man halt nicht in dieser Elite ist, dann ja, Pech gehabt, dann muss man trotzdem für das Wohl des großen Ganzen sich einsetzen. So ungefähr. Und ein zweiter Punkt, der relevant ist, Rechtsextremismus ist eine Ideologie, die eine Homogenität der Gemeinschaft, Gesellschaft, Volksgemeinschaft, je nachdem welcher Begriff da verwendet wird, die das haben möchte. Das heißt, es gibt Definitionen, wer zu einer Gesellschaft oder Gemeinschaft dazugehört und wer nicht. Das heißt, es gibt klare Ein- und Ausschlüsse, die sehr gerne an Abstammungsfragen orientiert werden. Das heißt, wir lesen ja oft, auch in der Alltagssprache kommen Begriffe wie Autochton vor und dann fragt man sich immer, wie sollte man das eigentlich messen. Das heißt, Abstammungsfragen sind da relevant und wer welche Rechte hat, wird an dem gemessen, wer zum eigenen gehört und wer nicht. Das findet aber nicht nur an den Kriterien statt, sondern auch politisch. Das heißt, es gibt nicht nur quasi die Feinde, Feindinnen von außen, sondern auch im Inneren. Das heißt, Rechtsextreme haben es nicht so gern mit Marxistinnen oder dergleichen zu tun haben. Das heißt, auch wer politisch nicht die gleichen Ziele trägt, ist nicht Teil dieser Gemeinschaft, die es zu verteidigen gibt. Ich hoffe, das ist mal so ungefähr klar geworden, was da so dahinter steckt, wenn ich jetzt quasi von Rechtsextrem rede und das zuordne. Das werde ich jetzt nicht, was ihr da seht, alles durchdeklinieren. Das ist einfach etwas, was dieser Historiker auch versucht hat herauszustreichen, also weitere Kennzeichen dieser bestimmten Ideologie. Ich habe jetzt noch zwei unterstrichen, weil ich glaube, dass sie vielleicht auch öfter vorkommen und nicht so oft beleuchtet werden. Eine zentrale Säule ist auch noch Antiliberalismus, das heißt, Rechtsextreme stellen die Ansprüche oder die Bedürfnisse des großen Ganzen, der Mehrheit, der Nation über die Bedürfnisse eines Individuums. Das heißt, Individualismus hat in rechtsextremer Ideologie keinen Platz. Denn wer quasi seine eigenen Bedürfnisse ausleben möchte, wer emanzipiert sein möchte, ist egoistisch, ist dekadent, da gibt es unterschiedliche Zuschreibungen. Und etwas Zweites, das oft vorkommt und was vielleicht auch im Rahmen von Attack, ich tue das jetzt mal runter, ich merke gerade, meine Kette klappert ein bisschen, das ist vielleicht eher störend vor der Aufzeichnung. Rechtsextreme versuchen durchaus auch globalisierungskritisch, wie sie es nennen, aufzutreten. Das ist aber nicht vergleichbar mit jetzt tiefgründigen ökonomischen Analysen, wie ungleich in der Welt gewirtschaftet wird, sondern da ist in erster Linie sowas wie internationales Finanzkapital das Problem. Also es gibt quasi keine großartigen Analysen, die sagen, nationaler Kapitalismus ist ein Problem. Also im Idealfall ist es ja so, dass es keine Interessenskonflikte zwischen Arbeitgeberin und Arbeitnehmerin gibt. Sprich, wenn es auf dieser Ebene in einem deutschen Unternehmen Ausbeutung gibt, dann klammert man das mal eher aus. Also nationaler Kapitalismus ist quasi nicht so das Riesenproblem.
nur der internationale, weil Globalisierung in ihrer Analyse in erster Linie kulturelle Identität gefährdet. Also das ist der Zugang. Es gibt da Leute, die benennen das als völkischen Antikapitalismus, gibt es auch verschiedene Bezeichnungen dafür. Aber nur, das kann man im Blick haben, wenn man so globalisierungskritische Texte sich anschaut, da geht es dann meistens um eine internationale Ebene und nicht so sehr um quasi Landesgrenzen. Gut, jetzt kommt ein etwas größerer historischer Sprung, vor dem ich schon vorgewarnt habe. Und zwar, die neue Rechte ist ja ein politisches Spektrum, das seine Ursprünge in den späten 1960ern in Frankreich hat, weil man da versucht hat, Rechtsextremismus wieder salonfähig zu machen, Dinge sagbar zu machen, für ein autoritäres Gesellschaftsbild einzutreten. Und man hat gemerkt, nach 1945 war das ein bisschen schwierig, da also Vorbilder zu finden, auf die man sich gut beziehen kann, weil Nationalsozialismus logischerweise etwas Verbrämtes war und man da nicht anecken wollte. Also hat man neue Vorbilder gebraucht. Vorbilder, die weniger belastet waren, die aber genauso dieses hierarchische, antiliberale, antidemokratische Gesellschaftsbild vertreten haben. Und fündig geworden ist man bei der sogenannten konservativen Revolution. Das war ein Netzwerk von nicht-reaktionären, selbsternannten Intellektuellen in Deutschland, in der Weimarer Republik. Und die haben in erster Linie gegen diese Republik, gegen Demokratie, gegen Parteienherrschaft, wie sie es nennen, angeschrieben. Das Ding mit diesem Begriff konservative Revolution, der wirkt so ein bisschen widersprüchlich in sich. Das ist eine Eigenbezeichnung, ist auch vor allem von einem Akteur, der nach 45 dann mehr publizistisch aktiv war, Armin Mohler, geprägt worden. Ist eine Selbstbezeichnung und meint, dass dieses Netzwerk die zu ihrem Zeitpunkt gegenwärtigen Verhältnisse überwinden wollte, also eben Demokratie überwinden wollte, das ist der revolutionäre Aspekt in ihrer Sicht, und stattdessen etwas schaffen wollte, das, wie sie es nennen, sich zu erhalten lohnt. Das ist quasi dieser konservative Aspekt. Daher rührt der Name. Man kann es immer ein bisschen kritisch sehen, natürlich, wenn man Begriffe verwendet, die Leute zur Selbstbezeichnung verwenden. Das ist in dem Fall auch der Fall. Hier gibt es jetzt keine andere großartige Bezeichnung. Das heißt, das ist der Grund, warum ich das auch verwende. Aber ich finde, das ist quasi vertretbar, weil auch andere politische Selbstbezeichnungen durchaus in Analysen verwendet werden. Also auch Nationalsozialismus ist zum Beispiel eine Selbstbezeichnung. Ja. Was verstehst du unter reaktionär oder nicht-reaktionär? Unter nicht-reaktionär? Also genau, ich wiederhole es sicher, aber damit das beim Filmen mit drauf ist. Die Frage war, warum da nicht-reaktionär steht. Gemeint war, dass das jetzt keine Akteure waren, die zurück zum Kaiserreich wollten. Also die wollten nicht zurück in eine Monarchie, in diese Verhältnisse, sondern eben etwas in ihrer Ansicht Neues schaffen. Zwar auch hierarchisch, autoritär und dergleichen, aber eben anders. Also es war genauso mit diesem Anspruch, Elitenherrschaft ist in Ordnung, weil wenn die klügsten und besten Köpfe also an der Spitze sind, ist das okay, aber muss nicht durch Wahlen sein. Also so vielleicht, um das aufzuklären. Natürlich die Frage spannend, wer waren diese Leute? Und jetzt kann sein, dass das in Deutschland sind vielleicht manche Namen bekannter, als es in Österreich der Fall sind. Ein Akteur, den man vielleicht in der Schule auch zwischendurch noch kennt, ist Ernst Jünger. Der ist unter anderem bekannt geworden mit seinen Kriegsberichterstattungen, Kriegstagebüchern in Stahlgewittern. Und wenn man sich jetzt durchliest, was der so schreibt, das unterscheidet sich fundamental von Kriegsberichten, wie man es jetzt aus, sage ich jetzt mal, linken Publizisten und Publizistinnen der Zeit kennt. Also da geht es nicht darum, dass man darüber schreibt, wie grausam ein Krieg ist, wie ungerechtfertigt, welche Gewalt dort herrscht, sondern Ernst Jünger hat eher diese Schützengräbenromantik an den Tag gelegt. Andere Akteure sind Menschen wie Karl Schmitt, auf den trifft man, wenn man zum Beispiel Jura oder Politikwissenschaft studiert, also er ist als Staatstheoretiker bekannt geworden, war auch, ich überspitze das jetzt mal, der Haus- und Hofjurist in der NSDAP. Und das sind eben Leute, die da sehr präsent waren bei dieser konservativen Revolution. Und diese Leute hatten einiges gemeinsam. Zum einen kamen sie aus so einem bürgerlichen Hintergrund, waren quasi gut ausgebildet, oft Uniabschluss und hatten diesen Ersten Weltkrieg als gemeinsamen Erfahrungsraum. Also haben den miterlebt, zum Teil selbst in dem gekämpft und haben diese Friedensverträge, in dem Fall von Versailles, als Schmach empfunden und deswegen haben sie quasi gegen Demokratie geschrieben, weil sie das nicht verkraftet haben und stattdessen diese starke Nation beschworen haben. Und das waren also Personen, auf die die neue Rechte in den späten 60ern
zurückgegriffen haben, weil die schon ein Gesellschaftsbild vertreten haben und verbreitet haben, das sie vorbildlich fanden und die aber weniger belastet waren oder auch weniger bekannt waren als jetzt irgendwelche NS-Größen oder dergleichen. Das hat auch damit zu tun, dass die Akteure der konservativen Revolution unterschiedliche biografische Erfahrungen gemacht haben. Also es gibt jetzt Leute wie Karl Schmidt, der Karriere gemacht hat, andere wie zum Beispiel Arthur Möller-Vandenbroek konnte mit der NSDAP in der Form nichts anfangen, also der ist so angefragt worden, ob er was machen mag und hat das dann aber abgelehnt. Edgar Julius Jung zum Beispiel war ein Papenanhänger und ist dann hingerichtet worden, das heißt man hat sehr unterschiedliche Zugänge zur NSDAP auch gehabt. Und das war dann praktisch, später auf diese Leute zurückzugreifen, weil man diesen Vorwurf, ihr seid ja Nazis, abstreifen konnte, formal. Was ihr hier noch seht, um das zu erklären, das sind zwei Sticker, die eine mittlerweile wiederbelebte Organisation verbreitet hat, der Funke. Die haben quasi verschiedene Akteure der konservativen Revolution in so Sticker-Formate verpackt. Also da gibt es eine ganze Reihe davon, die archiviert sind auch. So hat das dann ausgeschaut. Gut, jetzt haben wir quasi mal uns angeschaut, wer diese konservative Revolution war. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, und wie wurde die rezipiert und was hat die Neue Rechte eigentlich gemacht? Ich habe schon vor kurzem erwähnt, die Neue Rechte hat ihre Wurzeln in Frankreich und zwar in den späten 60er Jahren. Neue Rechte oder Nouvelle Droite ist auch eine Selbstbezeichnung, auch das kann man kritisch sehen. Da gibt es, ich hoffe, das klingt jetzt nicht abschätzig, akademische Debatten darüber, wie man mit diesem Begriff tun soll, weil ja in den letzten 50 Jahren sehr viel passiert ist, es quasi auch Parteienformen gibt und da sehr viele so Punkte, die für die Neue Rechte damals relevant waren, heute abgeändert zutreffen oder auch nicht mehr zutreffen. Natascha, Julia und ich haben uns jetzt trotzdem dazu entschlossen, den Begriff zu verwenden, weil wir die Gegenangebote nicht so brauchbar fanden. Also nur, dass ihr jetzt wisst, warum wir jetzt nicht immer von Nationalkonservativen oder Jungrevolution oder sonst irgendwas reden. Das macht das Ganze ein bisschen verwirrender und darum bleiben wir mal bei dem Begriff. Die Neue Rechte hat sich als Gegenbewegung zu den 68ern etabliert, weil die 68er so alles verkörpert hat, was diese Akteure nicht haben wollten. Also Liberalisierung, Gleichstellung, Emanzipation wollte man nicht, brauchte man nicht. Und stattdessen hat man sich gedacht, man muss irgendwie ein autoritäres Gesellschaftsbild, Ungleichheit, klassische Geschlechtervorstellungen und dergleichen, irgendwie behalten, neu etablieren und quasi attraktiver machen. Und der erste Schritt, um das zu tun, war, dass man sich gedacht hat, man gründet mal so Thinktanks und vernetzt sich so ein bisschen. Das waren dann so mittelalte Herren mit guter Ausbildung im bürgerlichen Spektrum, die sich da zusammengeschlossen haben, zum Beispiel Alain de Benoist oder Dominique Benner. Und die haben sich dann überlegt, wie macht man das, also wie macht man diese Ideologie attraktiv. Und zum einen sind sie dann empfindlich geworden bei der konservativen Revolution. Das waren Vorbilder, die konnte man neu auflegen, rezipieren, deren Rhetorik verwenden, was auch immer. Und zum anderen haben sie sich gedacht, wir brauchen irgendeine strategische Neuerung. Also nicht nur neue Vorbilder, sondern auch die Art und Weise, wie wir auftreten. Das muss auch anders sein. Und fündig geworden ist man bei den Linken. Wie so oft, wir werden das heute noch sehen. Und zwar hat man sich Antonio Gramsci unter anderem herangezogen. Jetzt weiß ich nicht, wie bekannt der ist, darum fasse ich es in aller Kürze zusammen. Antonio Gramsci war ein italienischer Marxist, der sich unter anderem mit dieser Frage beschäftigt hat, warum hat die russische Revolution in Italien nicht funktioniert? Und seine Schlussfolgerung war, dass es einfach kein Denken gab, dass das irgendwie möglich gemacht hätte. Das heißt, man konnte sich Revolution nicht vorstellen und dass zu seinem Zeitpunkt politisches System, das Herrschende, das war einfach abgesichert. Also das hat man einfach gut gefunden, da konnte man nicht drüber hinausdenken, jetzt sehr verknappt formuliert. Das heißt, es gab eine Hegemonie, ein vorherrschendes Denken, über das man nicht hinausgekommen ist. Und seine Ansicht war, wenn man Revolution machen möchte, muss man diese Hegemonie brechen, muss quasi in die Köpfe von Menschen erstmal vordringen und irgendwie dieses Denken gestalten, damit das möglich ist. Und erst dann kann man über Massenorganisation reden. Gramsci hat dann auch recht viele ökonomische Analysen angeboten. Die Neue Rechte hat das dann großzügig ausgeblendet und sich mal nur auf diesen Hegemoniebegriff und dergleichen gestützt. Und ihre Idee war dann auch, wenn wir Rechtsextremismus salonfähig machen wollen, dann müssen wir, bevor wir überhaupt daran denken können, irgendwelche Wahlkämpfe zu führen, müssen wir in die Köpfe von Menschen vordringen, müssen
Begriffe umdeuten, müssen eine neue Rhetorik anbieten, müssen unser Erscheinungsbild im weitesten Sinn anpassen und auf diese Art und Weise attraktiv werden. Und der erste Schritt, das zu tun, war, dass diese Leute publiziert haben. Eigene Bücher, also gerade Alain de Benoist wird eh gerade auch von Identitären und sonst wem auf und runter gelesen. Man hat nicht nur eigene Bücher geschrieben, man hat in groß aufgelegten Zeitschriften publiziert. Und genau, hat sich da weiter vernetzt. Das hat auch eine Weile funktioniert und in der Zwischenzeit gab es dann natürlich Ergänzungen auch in Frankreich. Also zum Beispiel haben sich Parteien gegründet, der Front National. Da gab es dann Leute der Nouvelle Droite, die sind dort aktiv geworden, andere haben gesagt, naja, das ist überhaupt nicht das, was wir wollen, braucht man nicht. Ist also gespalten. Und zusätzlich gibt es dann seit ein paar Jahren auch den Blog Identitaire. Der wird uns nochmal begegnen, wenn es darum geht, wer sind Identitäre eigentlich. Der Blog Identitaire ist eine Wahlpartei in Frankreich auch, zum Beispiel in Nizza sehr stark. Und aus dem heraus hat sich dann die Identitäre Bewegung in Frankreich ausgegründet. Und wo es dann diverse Neugründungen gab. Die Frage, die dann oft kommt, ist berechtigterweise, was ist eigentlich so neu an dieser neuen Rechten? Also warum nehmen die für sich in Anspruch zu sein, was sie sind? Neu an den neuen Rechten ist, dass sie Rechtsextremismus modernisieren, also salonfähig machen, attraktiver machen, Dinge sagbarer machen. Und das machen sie zum einen mit strategischen Griffen, also eben mit diesem Weg von Wahlkämpfen und weg von Kämpfen um irgendwelche Sitze im Parlament und hin in Köpfe von Menschen, also Denken beeinflussen, Begriffe prägen und dergleichen. Und vor allem dieses Agieren im sogenannten vorpolitischen Raum, also auf die Straße gehen, schreiben und dergleichen. Das nennen sie, nennt man, wie auch immer, Metapolitik. Und es gibt eine ideologische Neuerung. Also man hat sich ja auch überlegt, vielleicht muss man von manchen Begriffen hier wegkommen, die man schon hat. Vielleicht ist dieser Rassebegriff nicht so sinnvoll. Da braucht man was Neues. Und man ist dann fündig geworden auch bei Alain de Benoist, der diesen Begriff Ethnopluralismus sehr stark geprägt hat. Den werden wir uns gleich nochmal anschauen. Und was diese neue Rechte nun so spannend macht, ist, dass sie nicht, und da sind wir bei diesem Extremismusbegriff, dass es eben nicht nur irgendwelche kleinen, glatzköpfigen Leute in einem ganz kleinen Spektrum ganz weit rechts sind, sondern dass sie bewusst offen gehalten sind hin zu einem bürgerlichen, mittigen, wie auch immer es bezeichnet wird, Spektrum, weil sie sich in diese Mitte hinein vernetzen, weil es dort Akteure und Akteurinnen gibt, die zu Veranstaltungen von konservativen Parteien gehen, man sich austauscht, man sich in manchen Fragen oder in vielen Fragen einig ist und man dementsprechend die Ideologie viel breiter annehmbar macht. Das heißt, man radikalisiert da ein bürgerliches Spektrum und gibt sich selber als, als rechtsextreme Elite, Intellektuelle, wie auch immer. Was heißt ja. Pluralismus? Das ist eine sehr gute Frage, das beantworte ich am besten mit der nächsten Folie. Also die Frage war, was Ethnopluralismus ist. Wir haben in unseren Büchern versucht nachzuzeichnen, was so die ideologischen Säulen der neuen Rechten sind. Und das werde ich jetzt auch nicht durchexerzieren, aber ich glaube, zwei Punkte sind da. Es sind alle natürlich relevant, aber zwei besonders, weil sie auch in Fragen logischerweise immer wieder vorkommen. Zum einen ist Ethnopluralismus ein relevanter Begriff. Ethnopluralismus ist mal, wenn man sich das anhört, ein Begriff, der wirkt nicht sonderlich gefährlich, der klingt vielleicht sogar ein bisschen wissenschaftlich, da steckt irgendwie so Ethnie drinnen und Pluralismus ist was Schönes. Aber was meint das? Ethnopluralismus hat sich jetzt vom klassischen Rassenbegriff verabschiedet, sondern hat sich Kultur herangezogen. Und die neue Rechte vertritt einen Kulturbegriff, also da geht es mal um diese Frage, viele Kulturen gibt es und die sind nebeneinander, also Ethnopluralismus, viele Ethnien, viele Kulturen. Das Problem ist dieser Kulturbegriff, wie er verwendet wird, nämlich die Idee ist, dass Kultur so etwas ist wie, ich nenne es jetzt überspitzt, wie so eine Schachtel, die an einem Ort steht und Menschen in einem Ort, einem Land, sind Teil einer Kultur, nehmen alles dieser Kultur an, tragen die weiter, vielleicht entwickelt sie es ein bisschen historisch, aber an sich kommt man nie aus dieser Kultur raus und es ist hermetisch abgeriegelt und zwei Punkte sind da relevant, nämlich einerseits hat in diesem Kulturbegriff so etwas wie Subkultur, Gegenkultur, das Miteinander, das Weiterentwickeln, dass man quasi von anderen Gruppen, anderen Ländern, anderen Sprachen Dinge annimmt, Sprachwandel, all das hat in diesem hermetisch abgeriegelten Kulturbegriff keinen Platz, also man geht nicht davon aus, dass Subkultur etwas Gutes ist oder dergleichen. Und zum anderen
ist die Analyse, die präsentierte, die, dass jeder menschliche Konflikt, jeder Krieg seine Ursache darin findet, dass Kulturen aufeinandertreffen und sich irgendwie vermischen. Das heißt, die Idee ist, es soll viele Kulturen geben, die sind auch so gleichwertig, aber nicht gleichartig, und damit die alle so schön erhalten bleiben, sollen sich die auf keinen Fall miteinander vermischen. Das heißt, im Endeffekt ist Ethnopluralismus nichts anderes als weltweite Apartheid. Und dann klingt das auf einmal nicht mehr so schön plural und dergleichen. Das heißt, aus dem Begriff leitet man auch ab, warum man keine Flüchtlinge aufnehmen soll, weil die sind irgendwie anders und die passen nicht hierher und für die ist kein Platz. Also da ist man noch ganz fern weit weg von irgendwelchen ökonomischen Analysen, warum man sich wie viel Geld leisten muss oder dergleichen. Einfach, die sind anders und die sind eine Gefahr für die eigene Kultur. Überspitzt kommen wir. Das Zweite, das hier relevant ist, ist, weil schon öfter Leute auch gefragt haben, ja, wie ist das so bei Antisemitismus in der neuen Rechten, ist das noch Thema wie bei der alten Rechten, also ich sage jetzt mal den Springer, Stiefel, Skins und dergleichen. Zum einen, ich kann es eh nicht pauschal für jede Gruppe sagen, man muss sich natürlich jede politische Gruppe eigens anschauen, beziehungsweise sich anschauen, welchen biografischen Hintergrund die auch Akteurinnen haben. Also es gibt ja auch zum Beispiel identitären Leute, die ihre Geschichte im nationalen Widerstand haben oder bei anderen neonazistischen Gruppen, wo ich das jetzt nicht sagen würde, dass dort Antisemitismus nie eine Rolle gespielt hat. Aber gegenwärtig versucht man das so zu handeln bei denen, dass es etwas gibt, das man als sekundären Antisemitismus bezeichnen kann. Das heißt, es ist jetzt weniger vorherrschend dieser krude Antisemitismus, wie man ihn jetzt aus Rechtsrockliedern oder dergleichen kennt, mit diesen klassischen Zuschreibungen, sondern da geht es vielmehr um dieses Narrativ, boah, Gedenkkultur, das ist mühsam, das passt nicht zu unserem Patriotismus, man muss endlich so einen Schlussstrich ziehen, also dieses ständig mit Nationalsozialismus konfrontiert zu werden, das ist aber anstrengend, wollen wir nicht. Und da geht es so eher um so Relativierungsversuche der Shoah. Also man leugnet Shoah und Holocaust nicht, aber man relativiert so, man sagt so, andere Sachen waren auch schlimm und warum müssen immer wir uns schuldig fühlen. Das sind so diese Geschichten. Also etwas, das, weiß nicht, wenn das ein Begriff ist, was im Historikerstreit in den 80ern relevant war. Das war so ein publizistischer Streit zwischen Jürgen Habermas und Ernst Nolte. Kann man googeln, muss ich näher darauf eingehen, ist vielleicht recht müßig. Aber so um den Narrativ geht es da. Genau. Und die anderen Sachen, wenn euch da jetzt was auffällt, können wir auch gerne nachher diskutieren, wenn euch jetzt Europabilder oder dergleichen näher interessieren. Was heißt ja. Geschlecht, was ist dazu zu sagen? Geschlecht? Nummer zwei. Das ist etwas, wo ich mir selber immer gedacht habe, ich warte irgendwie so auf das Neue bei der neuen Rechten, was die Geschlechtervorstellungen anbelangt. Die sind sehr, sehr unspannend vom Angebot her. Also es gibt jetzt keinen spannenden neurechten Feminismus, den man jetzt irgendwie schön zerlegen könnte, sondern wenn man sich Bücher durchliest, ob das jetzt Daniel Friberg oder sonst was ist, da geht es immer um komplementäre Geschlechterrollen, darüber, warum soldatische Männlichkeit das Nonplusultra ist, dass ein Mann sehr früh eine passende Frau finden muss, möglichst viele Kinder, das Klassische. Also das ist kein sehr attraktives Angebot, wie ich finde, aber etwas, das noch immer vorherrschend ist. Vielleicht gibt es da mal was Neues und dann würde ich mich darüber freuen, weil dann könnte ich es zerlegen. Aber noch ist das nicht sehr, sehr weit fortgeschritten. Gut, jetzt ist die Frage, schaut es in Deutschland aus? Jetzt haben wir uns ja vorher intensiv mit Frankreich befasst und mit so ideologischen Schwerpunkten. In Deutschland hat man mitbekommen, dass die neue Rechte in Frankreich gibt und fand das dann interessant und hat das dann so ab den späten 80ern versucht, auch in Deutschland zu reimportieren, also weil die konservative Revolution kommt ja aus Deutschland und man hat sie dann quasi zurückgeholt. Und es haben sich dann beispielsweise Medien gegründet, also sehr, sehr federführend, sehr früh war die Junge Freiheit mit Dieter Stein. Dieser Historikerstreit war dann Thema 1986, wenn mich nicht alles täuscht. Und es hat sich dann so ein bisschen so entwickelt. Diese Zeitung ist zum Beispiel auch immer größer geworden, ist öfter erschienen. Und der richtige Boom ist dann eigentlich erst in den 2000ern gekommen. Und jetzt möchte ich das nicht nur monokausal erklären mit dem 11. September 2001, aber ich glaube, es ist ein entscheidender Faktor, weil mit dem Terroranschlag vom 11. September antimuslimischer Rassismus einen ganz neuen Boost erfahren hat. Also man hat Verteilungsfragen, Terrorfragen, alle möglichen Krisenfragen auf einmal so pseudoreligiös oder ethnisch und vor allem rassistisch beantwortet und hat in Musliminnen ein Feindbild gefunden, das alte Feindbilder, wie zum Beispiel Juden und Jüdinnen, wie es in der alten Rechten sehr, sehr präsent war, die das abgelöst haben. Das heißt eben nicht, dass man nicht bei manchen Leuten noch immer Juden und Jüdinnen natürlich als Feinde hat,
Also man findet auch das, aber antimuslimischer Rassismus hat dann quasi breitenwirksam einen Boom erfahren. Das heißt, auch diese sogenannte gesellschaftliche Mitte, auch konservative Parteien haben diese Narrative von sind Musliminnen nicht ein Problem aufgenommen und deswegen war das eine ganz andere Möglichkeit, salonfähig zu werden. Und in dieser Zeit haben sich in Deutschland Initiativen, Zeitschriften, Thinktanks gegründet, die bis heute relevant sind und die diese neue Rechte in Deutschland tragen. Dazu zählt zum Beispiel das Institut für Staatspolitik. Man merkt so eine Bezeichnung, Staatspolitik klingt staatstragend, das klingt mal neutral, irgendwie positiv, ist im Wesentlichen einfach ein Thinktank, der Menschen zusammenbringt aus Konservativen, aus rechtsextremen Spektren und Veranstaltungen macht beispielsweise. Ein Verlag hat sich gegründet, Antaios, der ist auch heute noch relevant, weil er Publizisten der konservativen Revolution auflegt, weil er quasi so das, ja, die Standardlektüre für Identitäre und dergleichen anbietet und da fließt halt auch viel Geld. Und genauso relevant sind zum Beispiel Sezession oder die Blaue Narzisse. Sezession, wenn man sich mit den neuen Rechten befassen mag und jetzt nicht vielleicht selber in sozialen Netzwerken aktiv ist, die Sezession kann man teilweise auch online lesen, wenn man sich das antun mag. Die bezeichnen sich selbst als Theorieorgan der neuen Rechten. Also wenn man zum Beispiel auch irgendwie im Vorfeld wissen mag, welche Begriffe, welche Erzählungen vielleicht auch die AfD, die FPÖ so verbreiten, dann wird man recht schnell vorher schon bei der Sezession fündig werden. Das heißt, da kann man sich das durchlesen und sich informieren. Genau, was zur neuen Rechten in Deutschland dann noch relevant ist, eine zentrale Figur, die überall dort auftaucht, also Antaios Verlag, Sezession, Institut für Staatspolitik, eine zentrale Figur ist Götz Kubitschek. Den werden wir uns heute in diesem Video noch kurz anschauen, weil der quasi so immer alles zusammenbringt. Das ist so quasi der ultimative Netzwerker der neuen Rechten in Deutschland. Der hat auch schon versucht, diese neue Rechte ein bisschen auf die Straße zu bringen, war damit jedoch nicht sehr erfolgreich, wollte das ein bisschen verjüngern, war auch da nicht selber erfolgreich, aber mit den Identitären hat man da quasi willige Partner und Partnerinnen gefunden, um das durchzuziehen. Am Anfang eher skeptisch, mittlerweile ist man so Best Friends und besucht sich wechselseitig und hat eben seit diesem Zeitpunkt, seit es Identitäre gibt, auch sowas wie eine ausgeprägtere Arbeitsteilung, also im Verlag, Think Tank, Leute, die auf die Straße gehen, da kommt alles zusammen. Blaue Narzisse, ja. Auch eine Zeitschrift? Ja. Die Blaue Narzisse hat sich gegründet als vom AL Schüler- und Studenten-Zeitschrift in der Selbstbezeichnung. Ist auch, also die Leute, die dort aktiv waren und sind, so Leute wie Felix Menzel, schreiben dann zum Beispiel auch für die Sezession. Also auch da werden die Leute erwachsen und sind auch anders aktiv und die gibt es auch nach wie vor. Also hat auch einen Online-Auftritt und da gibt es auch so Sachen wie Rezessionen oder irgendwelche Gedichte, so sozial, also nationalromantische Gedichte, das findet man dann dort, genau. Muss übersehen, passt. Wie ist es in Österreich? Alles ist ein bisschen anders in Österreich, weil die politische Ausgangssituation auch einfach eine andere ist. Für Deutschland ist es so, da gab es mal, bevor es die AfD auch gab, lange Zeit mal nichts außer quasi die etwas größeren Parteien, SPD, CDU, CSU, dann später Grüne, FDP. Und mit der NPD wollte niemand so richtig was zu tun haben. Das waren so die Schmuddelkinder, die auch bei ihren wenigen Prozenten picken geblieben sind. Und da war quasi zwischen NPD und den anderen Parteien relativ viel Platz, also weil die NPD hat einfach keine spannenden Zeitschriften gemacht, hat jetzt keine spannenden Veranstaltungen gemacht und da war quasi viel Potenzial da. Und in Österreich so dadurch, dass die FPÖ eine sehr starke Partei ist, die selber gut vernetzt ist, die selber ihre Veranstaltungen macht, die selber ihre Zeitschriften hat, war da recht lang, aber einfach kein Potenzial da jetzt selber irgendwelche Thinktanks und dergleichen zu gründen, weil die FPÖ als solche sehr inklusiv wirkt und gewirkt hat. Organe, die da relevant sind, ist zurzeit, das ist diese wöchentliche Partei, das Parteienmagazin. Die Aula ist noch relevant, das ist so quasi das, ja, das Zentralorgan der Burschenschaften in Österreich. Und auch da war es so, erst seit es die Identitären gibt, gibt es da quasi so ein bisschen einen Wandel, auch was den Aktionismus anbelangt. Da ist das Verhältnis eh so, es gibt sehr, sehr viele Überschneidungen. Manchmal distanziert man sich taktisch, also ich glaube Norbert Hofer hat sich zum Beispiel mal da distanziert, Hatze Strache ist da nicht so, also der bezeichnet die als einfach nicht linke Bürgerbewegung oder Jugendbewegung. Also wenn man sich das näher anschaut, findet man immer die Überschneidungen, ob das jetzt Mitgliedschaften sind, ob das jetzt Kandidaturen sind, ob das wechselseitige Besuche sind. Wenn ihr da Fragen dazu habt, können wir das gern nachher noch detaillierter
durchgehen. Ich habe hier mal so versucht, einen Überblick zu geben, wer so im deutschsprachigen Raum die zentralen Akteure der neuen Rechten sind. Ich hoffe, man kann es ein bisschen lesen. Ihr müsstet das nicht alles merken, aber im Prinzip fündig wird man bei Zeitungen, Magazinen, es gibt diverse Blogs, Organisationen. Vielleicht um das extra rauszugreifen, recht spannend ist auch PI News, also Politically Incorrect. Das ist ein Blog, der sich im Vergleich zu anderen Magazinen, wie zum Beispiel jetzt dem Kompaktmagazin, dadurch auszeichnet, dass der nicht in erster Linie pro-russisch oder so orientiert ist, sondern tatsächlich pro-amerikanisch, pro-israelisch ausgerichtet ist. Also darum findet man trotzdem aber so Sachen wie antimuslimischen Rassismus, man bewirbt Identitären, wenn ich mich richtig erinnere, auf der Homepage auch. Also man trifft sich dann halt über andere ideologische Schienen, weil man sich bei anderen nicht einig ist. Jetzt habe ich vorhin, glaube ich, einen Punkt ausgelassen auf der Folie, das kann ich jetzt nachholen. Denn ein Faktor, der die neue Rechte breitenwirksam macht, sind Multiplikatorinnen. Das sind jetzt Menschen, die bekannt sind, die breitenwirksam sind, die sich aber nicht selber in erster Linie als jetzt Politikerinnen, politisch aktive Personen definieren oder als solche bekannt geworden sind und die aber mit dem, was sie schreiben, was sie tun, Erzählungen der neuen Rechten beflügeln, also einfach unterstützen. Das können Leute sein, die in der Kunst aktiv sind, also Autoren, Musiker, Musikerinnen, Künstlerinnen, was auch immer. Und Personen, die ich da rausgreifen würde, sind zum Beispiel Thilo Sarrazin und Akif Berinci, die mit ihren Büchern da, also andererseits einfach medial auch Aufmerksamkeit bekommen haben und die mit ihren Erzählungen und ihren Schuldzuschreibungen und ihren Feindbildern den neuen Rechten genau in die Hände gespielt haben. Dementsprechend ist auch nicht verwunderlich, dass Akif Berinci auf Pegida-Demonstrationen zum Beispiel schon auch geredet hat. Genau. Gut. Ein Grund, warum ich ja glaube, dass ihr heute hier seid, ist, dass euch interessiert, was die Strategien der neuen Rechten sind, weil wir haben uns jetzt ja angeschaut, was so die ideologischen Schwerpunkte sind und wer die Leute so sind, aber das beantwortet ja noch nicht die Frage, wie die ihre Ideologie verbreiten und warum das überhaupt attraktiv ist oder warum das Leute interessiert. Wir haben in den Büchern versucht, diese Strategien so aufzuschlüsseln, gegenüberzustellen und nachvollziehbar zu machen mit Zitaten. Nachdem das jetzt, wenn ich jetzt alle machen würde, sehr müdend sein wird, würde ich gerne zwei herausgreifen und die so vor allem bildlich mal belegen, dass man das so nachvollziehen kann. Und zwar eine Strategie, die da recht spannend ist, sind Wortneuschöpfungen. Wir haben das schon beim Ethnopluralismus gemerkt, wenn der Rassebegriff nicht mehr so spannend ist oder nicht so gut funktioniert, braucht man einen anderen Begriff. Das heißt, man sucht sich Begriffe, die unbelastet sind, und wenn man keine unbelasteten Begriffe findet, dann muss man halt neue machen, die verwertbar sind. Manchmal sind diese Begriffe offensichtlich in ihren Feindbildern und negativen Zuschreibungen, manchmal muss man da eher ums Eck denken. Um es jetzt mal zu zeigen, jetzt muss ich schauen, ob man rumdrehen und schaut, ob man das lesen kann. Gut, ich glaube, es geht eher um die ersteren Zeilen, also nicht so sehr, was verlinkt wird. Ein Begriff, der im Zuge der Fluchtbewegungen sich verbreitet hat und der dann auch bei Accounts von Parteien aufgetaucht ist, ist der Begriff Rapefugee. Das ist eine Kombination aus dem Begriff Rape, also Vergewaltigung, und Refugee, Flüchtling. Das heißt, mit diesem Wort, wenn man das verwendet, drückt man aus, alle, in Klammern männlichen, Flüchtlinge sind Vergewaltiger. Das ist eine pauschale Zuschreibung, eine pauschale Kriminalisierung auch. Das ist quasi ein neuer Begriff, der vorher einfach nicht jetzt en vogue oder sonst was war, aber der jetzt im Posten von Nachrichten und dergleichen Eingang gefunden hat. Ein anderer Begriff, der jetzt quasi kein neuer ist, dass man irgendwelche Sachen zusammenschließt, ist der Begriff des Asylforderers. Also wir kennen das in der Flüchtlingsdebatte, in der Flüchtlingspolitik, ist entweder mal von Flüchtlingen die Rede gewesen, dann waren es die Asylwerber und Werberinnen, also da geht es um Anträge, die gestellt werden, um den formalen Prozess, wo man schon mal sagt, puh, wer weiß, vielleicht ist es gar kein Flüchtling, aber er oder sie hat mal einen Antrag gestellt. Und das Ganze kann man nochmal überspitzen, indem man von Asylforderern redet. Denn wer etwas fordert, hat irgendwie weniger Anspruch auf etwas, sondern möchte einfach mal etwas haben und das gehört sich nicht so ungefähr. Also fordern ist etwas sehr Aggressives. Und es ist auch etwas, was mittlerweile von Parteien auf Pegida-Reden immer wieder vorkommt, dass man eben nicht von Flüchtlingen spricht, sondern von Asylforderern. Und mein persönlicher Favorite also von diesen dreien ist ein Begriff, den ich selbst mal nur bei Identitären ursprünglich gesehen habe, nämlich der Begriff des Ethnomasochismus. Und jetzt weiß ich nicht, ob ihr den Begriff schon mal gehört habt, ich finde ihn recht amüsant.
weil er tut auch so, als wäre er jetzt wissenschaftlich analytisch oder dergleichen. Da steht so Ethnie drinnen und Masochismus und es ist ein bisschen unklar, was gemeint ist. Ethnomasochismus meint übersetzt kulturellen Selbsthass. Das bedeutet, wenn ich jetzt hergehe und ich überspitze das jetzt nochmal kurz, wenn ich jetzt hergehe und sage, ich kann mit Wiener Schnitzel weniger anfangen als mit Kebab und ich kritisiere die Geschichte des Landes, in dem ich lebe, dann hasse ich quasi meine eigene Kultur, hasse mein eigenes Land, dann praktiziere ich Ethnomasochismus. Das heißt, was sie ja wollen, ist so der ethnokulturelle Selbsterhalt, das heißt, so alles, was sie als eigen definieren, muss man fördern, erhalten und alles andere ist so kulturelle Selbstzerstörung. Und das ist halt ein bisschen witzig, weil es halt eben so wissenschaftlich daherkommt und eigentlich kein brauchbarer Begriff für nur irgendwas ist. Eine zweite Strategie ist die der Retorsion. Der Begriff, den muss man sich nicht so merken, weil er so in der Alltagssprache nicht so vorkommt. Bekannter ist wahrscheinlich die Formulierung so wie Opfer-Täter-Umkehr, obwohl es auch nicht alles umfasst. Gemeint ist bei dieser Strategie, dass sich Angehörige einer Mehrheit in einer Bevölkerung, auch einer privilegierten Mehrheit, mit den Waffen der Minderheit bewaffnen. Das heißt, wenn man jetzt sich dieses Sujet da ansieht, das ist von den deutschen Identitären, die sagen von sich sehr oft, bald sind wir fremd im eigenen Land, das sind so viele Flüchtlinge, die bedrohen uns, wir sind so arm, wir müssen uns wehren. Das heißt, wenn die von diesen Abwehrkämpfen reden, dann muss das ja immer sehr heroisch sein. Weil wenn man etwas verteidigt, etwas erhält, kämpft, dann muss sich das ja auch auszahlen. Und es kommt nicht so gut, wenn man sagt, bei den Identitären, da geht es ja oft um Studierende, das sind Weiße, das sind Leute aus netten Elternhäusern und die gehören zu den Leuten mit den meisten Privilegien und die wollen von ihren Privilegien nichts abgeben, also wollen nicht haben, dass anderen ein bisschen besser geht. Das klingt nicht so gut, das kommt nicht gut und damit das Ganze heldenhafter klingt, muss man sich selbst quasi als Minderheit inszenieren, um diesen Abwehrkampf zu rechtfertigen. Und in dem Fall macht man das, indem man sich mit amerikanischen Ureinwohnern und Ureinwohnerinnen gleichsetzt und sagt, sinngemäß, die gewaltsame Eroberungs- und Mordpolitik von in dem Fall portugiesischen Siedlerinnen in den USA ist gleich zu sehen mit Flüchtlingsbewegungen jetzt gerade, obwohl die quasi kein Hab und Gut haben und eh keine Waffen und dergleichen. Also es ist ein bisschen diese Gleichsetzung, die versucht wird darzustellen und um das Ganze heldenhafter zu machen. Das heißt Retorsion? Also übersetzen ist also so eine Umkehrfrage. Also dieses, also es bezeichnet eben diese Strategie, sich mit Waffen der Minderheit zu bewaffnen, also in rhetorischer Sicht, also so eine Umkehrsache. Also wenn man sich Opfer-Täter-Umkehr merkt, kommt das auch manchmal hin. Gut, jetzt würde ich euch gern drei Initiativen, drei Gruppen oder selbsternannte Bewegungen noch gern näher bringen. Bei der ersten ist es so, ich nehme an, da kriegt ihr eh logischerweise alle mehr mit als ich jetzt, weil Pegida in Österreich alles andere als erfolgreich war. Weil die FPÖ von sich gesagt hat, sie ist Pegida in Österreich, das heißt, das hat sich recht schnell erledigt. Vielleicht kurz zur Geschichte, Vorläufer von Pegida war ja HGSA, also Hooligans gegen Salafisten, die 2014 schon mal versucht haben, so antimuslimischen Rassismus auf die Straße zu bringen. Jetzt muss man sich aber vorstellen, das hat mäßig funktioniert. Das waren eben Hooligans, die zuvor aus Fußballstadien verdrängt worden sind, weil sie sich nicht benommen haben und die dann quasi ihre Gewalttätigkeit, Radikalität auf die Straßen gebracht haben. Und genau, das Ganze ist in Köln dann unter anderem eskaliert mit Polizeieinsatz, man hat eine Rechtsrockband eingeladen, alles ganz konfus. Und die Ableitung war, okay, mit dem Auftreten funktioniert das nicht, weil wenn man besorgte Bürgerin spielen möchte, dann sollte man sich nicht so aufführen. Also hat sich Pegida in der Form gegründet mit dem Anspruch, asylkritisch zu sein, also eine beschönigende Bezeichnung für aggressive Positionen gegen Flüchtlinge, aber okay. Und ich meine, diese ganze Chronologie sich jetzt vor Augen zu führen, ist jetzt eh nicht notwendig, ihr kriegt es selber eh sehr, sehr viel stärker mit. Gibt noch immer Aufmärsche, Kundgebungen, vorgestern gab es auch in München so eine, ich glaube, die findet regelmäßig statt, ist mir gesagt worden, am Marienplatz, wenn ich alles täusche, so irgendwelche Schilder, irgendwelche Thesen, die aufgestellt werden, wo so fünf Menschen um einen Tisch herumstehen und breitenwirksame Polizeiabsperrungen, also noch immer sind die irgendwie da, mittlerweile auch mit dem Versuch, eine Partei zu initiieren. Gut, aber das war auf jeden Fall mal so ein erster wahrnehmbarer Schritt, dass es die neue Rechte auf die Straße geschafft hat und vor allem breit mobilisiert hat. Das heißt, da ist das sichtbar geworden, dass antimuslimischer Rassismus, Positionen gegen politische Korrektheit, Antifeminismus,
dass die breiter verankert sind in einer Gesellschaft als an irgendeinem vermeintlich kleinen rechten Rand. Deswegen ist Pegida relevant. Eine zweite Gruppe, die da nennenswert ist, sind, ich habe die heute schon mal angeführt, die Identitären. Die haben ihren Ursprung im Oktober des Jahres 2012, auch in Frankreich, weil sich aus dieser Wahlpartei, diesem Bloc Identitaire heraus, so eine Jugendgruppe initiiert hat, die sich gedacht hat, boah, wir wären gerne ein bisschen hipper und cooler und aktionistischer. Und vor allem wären wir gern jünger, also wollen nicht nur irgendwelche Wahlkämpfe machen. Und dieses Bild, das wir da unten sehen, ist ein Foto von der ersten Aktion, die dokumentiert ist. Und das ist eine visuelle, sehr, sehr gute Zusammenfassung dessen, wofür die Identitäre stehen. Denn das Gebäude, das sie dort besetzt haben, ist eine Baustelle einer Moschee in Poitiers. Und was sie damit zum Ausdruck bringen, ist zum einen, wir sind aktionistisch, wir besetzen Gebäude, wir klauen quasi von den Linken. Das zweite, wir haben ein Logo und ein einheitliches Auftreten. Und das dritte, unser Feind ist der Islam. Das heißt, man beruft sich in dem Fall, also daher kommt diese Jahreszahl da, 732, auf Karl Martel, der in Poitiers maurische Soldaten zurückgeschlagen hat. Das heißt, dieses Narrativ von, wir müssen das christliche Abendland verteidigen und der Islam ist der Feind, wird hier geprägt. Und man sagt quasi, wir gehen auch an eure Orte, also wir vereinnahmen eure Gebetsorte in dem Fall. Was ist jetzt an denen nochmal so speziell neu? Die neue Rechte war ja sehr klassisch ein Spektrum, wo mittelalte Leute, nenne ich das mal, publiziert haben und so ein Think Tank sich zurückgezogen haben, übersetzt haben, was auch immer. Und das ist jetzt eine Gruppe, die es auf eine ganz andere Altersgruppe auch abgesehen hat. Also da geht es um eine Zielgruppe, die ist zwischen 15 und 35. Das sind Schüler, Schülerinnen, Lehrlinge, also Azubis, Studentinnen, einfach junge Erwachsene, die man ansprechen möchte und vernetzen möchte. Und innerhalb der neuen Rechten zeichnen sich Identitäre durch vier Merkmale nochmal eigens aus, die wir versucht haben nachzuzeichnen. Nicht zum einen diesen Aktionismus, also nicht mehr nur in irgendwelchen Schreibstuben sitzen, sondern auf die Straße gehen, Dinge besetzen, Kampagnen organisieren. Und das ist deswegen für sie von Vorteil, weil das recht niederschwellig ist. Denn irgendwelche hochtheoretischen Texte lesen ist vielleicht manchmal mühsam, nicht so spannend. Aber bei einer Demo kann man bald mal mitmachen, um sich das anzuschauen. Also es ist so quasi viel, viel leichter, dort mitzumachen. Der zweite Aspekt ist der Jugendaspekt, das habe ich eh schon genannt mit dieser neuen Zielgruppe. Ein Aspekt ist der der populärkulturellen Verwendung. Das heißt, wenn wir uns Materialien von Identitären anschauen, Videos, Sticker sind jetzt nicht mehr so verbreitet, Plakate von Kampagnen, dann werden wir merken, das ist nicht mehr vergleichbar mit der alten Rechten, mit irgendwelchen schwarz-weiß-roten Farbgebungen und Runen-Symbolen oder sonst was. Also wer glaubt, heute noch ein 88er-Symbol irgendwas erkennen zu können, das funktioniert nicht mehr. Das heißt, diese Gruppen greifen auf Filmfiguren zurück, auf Filmmusik, auf Serienfiguren und kombinieren das mit rechtsextremen Zitaten. Und das ist auch ganz niederschwellig, weil man jetzt Figuren wie, was ich, irgendwelche South Park-Figuren oder Simpsons-Figuren hernimmt, die für die Zielgruppe, die sie ansprechen, mal prinzipiell unbelastete, sympathische Figuren sind, wo man jetzt ein Zitat drüber pappt und das ist nicht sofort als rechtsextrem ausmachbar. Und der vierte Aspekt, den haben wir jetzt Corporate Identity genannt, im Wissen, dass es sich bei Identitären jetzt um kein Unternehmen handelt, aber es war irgendwie ein Begriff, der da passend schien, weil bis zu den Identitären haben neue Rechte nicht so wirklich darauf Wert gelegt, dass die jetzt länderübergreifend wiedererkennbar sind, also dass die eine einheitliche Ästhetik haben. Und Identitäre leben aber sehr stark von dieser länderübergreifenden Vernetzung, von Kampagnenarbeit, die an mehreren Orten funktioniert und haben sich deswegen diese Farbgebung gegeben, diese Schriftart, dieses Lambda-Symbol, um wiedererkennbar zu sein, vor allem auch um größer zu wirken, als man eigentlich ist. Also ich möchte jetzt gar nicht den Eindruck erwecken, dass es sich jetzt da um eine Massenorganisation handelt, nur weil an drei Orten Sticker kleben, heißt das nicht, dass an drei Orten 50 Leute jeweils aktiv sind. Also nur um das ein bisschen einzugrenzen. Zum Symbol noch kurz, Lambda ist ein Buchstabe aus dem griechischen Alphabet, rührt nicht daher, dass sich Identitäre großartig für griechische Mythologie oder sonst was interessieren, sondern es gab da einen Film, Anfang der 2000er Jahre, eine Verfilmung des Graphic Novels 300, wer den vielleicht kennt, das ist so ein Film, da geht es um, zusammengefasst, um
eine kleine Gruppe von Spartanern, die gegen das große Perserreich kämpfen. Und dieser Film fasst so alles zusammen, was Identitäre gut finden. Also so schwitzende, muskulöse Männerkörper, die sich in die Schlacht werfen und dann zugrunde gehen. Wenn man sich anschaut, wie Identitäre so auftreten, das passt visuell eh nicht zusammen. Aber das sind quasi mal die Helden, die man nimmt. Genau, das sind auch die Länder, wo sie besonders stark aktiv sind. Gab auch Versuche, das in anderen Ländern zu etablieren, hat dann nicht funktioniert. Das sind jetzt drei Beispiele, wie so Materialien ausschauen können. Links ist jetzt mal ein T-Shirt angeführt, weil bei den Ideen auf die Frage kommt, wie finanzieren sich die eigentlich? Und da gibt es halt mehrere Möglichkeiten. Einerseits gibt es nicht wirklich billige Mitgliedsbeiträge, also in Deutschland und Österreich sind das ja eingetragene Vereine, wo man Mitglied sein kann. Und laut Auskunft eines Identitären aus Graz ist so eine Jahresmitgliedschaft bei 80 Euro. Das ist jetzt wesentlich höher als bei jeder linken Jugendorganisation, die ich zum Beispiel kenne. Andererseits gibt es aber auch einen Merchandise-Versand. Man kann dort also Polohemden, Hoodies, T-Shirts bestellen und die sind auch recht teuer. Das heißt, auch das ist eine Einnahmequelle. Und zur dritten quasi Quelle kommen wir eh nachher noch, wenn wir uns 1% anschauen. Unten dieser Sticker ist ein Beispiel dafür, wie diese populärkulturelle Rezeption funktioniert. Es ist nicht einfach nur Brad Pitt, wenn man Brad Pitt gut findet, sondern der ist in einer bestimmten Rolle dort abgebildet, nämlich in der Figur Tyler Durden in Fight Club. Wer diesen Film vielleicht kennt, dort geht es auch sehr passend, summa summarum darum, Männer finden sich mit ihrer Identität in dieser konsumistisch orientierten Welt nicht mehr zurecht und müssen irgendwie wieder ihrem Leben Sinn geben und sie machen das, indem sie sich zusammentun und sich in irgendwelchen Tiefgaragen verprügeln. Das findet man also gut, nimmt das heran und pappt ein Zitat, ein politisches Zitat drüber, also nämlich kein Zitat aus Fight Club, sondern von einem bolivianischen Antimarxisten, Nicolás Dobillard, und sagt eben, die Ideen der Linken sind vor allem langweilig. Und wenn man diesen Sticker sieht, man würde wahrscheinlich nicht sofort, wenn man vielleicht nicht das Lambda-Symbol kennt, würde man das nicht als rechtsextrem dechiffrieren können, weil man denkt sich, das ist Brad Pitt und das Zitat ist irgendwie witzig, aber quasi nur Eingeweihte wissen, wer da als Gegner markiert wird und was man da, welches Männlichkeitsbild zum Beispiel auch positiv vermittelt wird. Und rechts ist noch ein Beispiel für eine Kampagne, die im letzten Jahr relevant war, nämlich der große Austausch. Und das ist auch nochmal so ein Beispiel dafür, wie diese Begriffsarbeit in den neuen Rechten und bei Identitären funktioniert. Denn man hat auch so gemerkt, für das, was man sagen möchte, gibt es so funktionierende Begriffe und nicht funktionierende Begriffe. Nicht so gut funktioniert hat zum Beispiel der Begriff der Umvolkung. So ein sehr, sehr belasteter Begriff. Also muss man was Neues finden. Also diese Idee, die dahinter steht, ist, die politische Elite, wer auch immer genau das ist, macht eine bewusste Migrationspolitik, die darauf abzielt, dass quasi die unter andere, also unter Anführungszeichen eigene Bevölkerung zur Minderheit wird. Weil die sind auch geburtenschwach, bla bla bla. Also findet er irgendwelche verschwörungstheoretischen Zugänge auch. Und nachdem Umvolkung nicht sehr gut klingt und nicht brauchbar ist, spricht man dann vom großen Austausch. Das ist jetzt kein komplett neu erfundener Begriff, sondern kommt von einem wieder französischen Publizisten, der heißt Renaud Camus. Und man hat es einfach übersetzt und das war unbelastet und hat gepasst und man hat die Kampagne damit bestückt. Den werden wir nachher in diesem Videoausschnitt auch noch kurz sehen, das ist nur ein Camus. Das sind jetzt Beispiele für Aktionen und wie diese funktionieren. Ich werde nicht auf alle eingehen, nur mal vielleicht zu den oberen zwei. Rechts oben sieht man so eine inszenierte Köpfungssituation. Die Botschaft im Zuge der Fluchtbewegung, die dahinter steht, ist, Flüchtlinge sind pauschal Terroristen und wenn man Flüchtlinge aufnimmt, dann importiert man Terror, so ist die Aussage. Und die habe ich ja deswegen herangezogen, weil diese Aktion auch in anderen Ländern kopiert worden ist. Also je nachdem, was wo funktioniert, logischerweise überträgt man es dann in andere Länder. Und das ist auch eine Aktion gewesen, die medial auf großes Echo gestoßen ist. Also das hat man zweimal gemacht in Wien und beim ersten Mal am Stephansplatz, als man so eine Köpfung inszeniert hat. Und man muss sich vorstellen, der Stephansplatz ist so ein zentraler Ort in Wien, wo sehr viele Touristinnen unterwegs sind und man hat dann auf einmal irgendwelche arabischen, pseudo-arabischen Symbole auf einem Transparent drauf gehabt und da waren einfach auch Touristinnen vor Ort, die überhaupt nicht gepackt haben, was da passiert, die gedacht haben, ist das jetzt wirklich Gewalt und ist der IS da und was ist das? Und das ist nicht so gut rezipiert worden, das heißt, Journalistinnen waren auch sehr unklar, wer das eigentlich ist und es war nicht so gut in der Berichterstattung einfach. Und deswegen hat man sich gedacht, oh, das funktioniert gut, das machen wir mehrmals. Und links oben eine Form von Aktionismus, die aus Frankreich übernommen worden ist.
Man hat in Frankreich angefangen, so Selbstverteidigungskurse zu organisieren, zunächst mal nur für Frauen, danach für Männer und Frauen. Und als das Ganze fertig war, hat man sich gedacht, man verkleidet sich mit irgendwelchen gelben Regenmänteln und patrouilliert in der Pariser Metro. Und die Aussage dahinter war, wir sind jetzt quasi gut ausgebildet und wir verteidigen die bedrohte französische Bevölkerung vor den bösen Immigranten. Das heißt, man hat eine Bürgerwehr de facto inszeniert, die halt jetzt ein bisschen netter ausschaut, weil das sind so junge Männer und Frauen in irgendwelchen Regenmänteln und die verteilen Flyer. Und es ist etwas, das sich in der Form auch langsam woanders etabliert. Nicht nur bei den DDRen, also diese Idee, man bräuchte so brave Bürger, Bürgerinnen, die die Polizei bei irgendwas unterstützen, gibt es ja auch von Parteien getragen. Von Österreich kenne ich es mal, jetzt weiß ich nicht, wie es in Deutschland ist, ja, man, ja. Mit verschiedenen Bezeichnungen, die viel netter klingen als Bürgerwehr. Genau, so viel mal dazu. Also so schauen Aktionen beispielsweise aus, oder Demos in dem Fall. Die dritte Gruppe, über die ich mit euch noch kurz reden möchte, ist eine sehr, sehr junge Gruppe, ist vielleicht übertrieben, weil es ist eigentlich ja ein Netzwerk, ein kleines, heißt 1%.de, das wird auch kurz in einem Film noch kurz vorgestellt. Das ist ein Think Tank auch nicht, es ist eigentlich, ich nenne das jetzt mal, so eine Dienstleistungsgruppe. Also das ist meine Bezeichnung, nicht ihre. Die sagen, man braucht 1% der Bevölkerung, die spenden sollen, um ganz viel Geld zusammen zu haben, und mit dem Geld finanziert man 4 Sachen. Man dokumentiert Ereignisse, und das sind jetzt nicht irgendwelche Ereignisse, sondern denen geht es vor allem darum zu sagen, wo findet Gewalt gegen Klasse Deutsche statt, vornehmlich wahrscheinlich von Leuten, die nicht deutsch sind. Man recherchiert, was auch immer, man vernetzt quasi rechte Gruppen. Und wenn man sich da zum Beispiel diese Deutschlandkarte ansieht, die es gibt, also gefühlt sind da so 70% der Gruppen irgendwelche DDR Gruppen in irgendwelchen Kaffs, die man quasi zusammenbringt, und dann wirkt man riesig, wirkt gut organisiert. Und das Letzte, und das ist etwas sehr Spannendes, man finanziert mit diesem Geld Klagen. Also man trägt da ja auch dieses Narrativ von die Aufnahme von Flüchtlingen war irgendwas Illegales und möchte da quasi Klagen realisieren. Leute, die diese Initiative tragen, sind diese Herren hier, und da findet man jetzt quasi alles, was in der Neuen Rechten irgendwie von Relevanz hat in Deutschland. Da hat man Menschen wie Philipp Stein, der hat publiziert zum Beispiel auch in dieser blauen Narzisse. Man hat Leute wie Götz Kubitschek, der unter anderem ist beim Institut für Staatspolitik, Verlag Antaios, alles Mögliche. Man hat Jürgen Elsässer, der Chefredakteur des Kompaktmagazins, also quasi für das, was es ist, auch eine entsprechende Auflage. Und man hat Leute aus der AfD, wie zum Beispiel Hans-Thomas Tilschneider. Das heißt, da kommt aus verschiedenen Spektren was zusammen, von diesen Thinktanks, Magazinen, aber dann auch von Parteien, und hat da quasi recht viel finanzielle Möglichkeiten. Und wie das ausschauen kann, ist, also es gibt zum Beispiel für Österreich eine Berichterstattung, ist im Standard auch zum Beispiel gestanden, dass es quasi so etwas wie einen Geldverkehr gab zwischen 1% und Identitären. Und da geht es jetzt nicht um irgendwelche netten Spenden von 50 Euro, sondern um fünfstellige Beträge. Also rum zur Frage, wie finanzieren sich Gruppen und ihre Aktionen. Also ich weiß nicht, wie ihr so politisch aktiv seid, aber ich war noch nie wo aktiv, wo auf einmal irgendwelche fünfstelligen Beträge im Raum standen. Und damit ist finanziell ja recht viel möglich. Was macht 1% dann? Und darum komme ich wieder auf diesen Begriff zurück, wenn ich von Dienstleistern rede, auch wenn sie sich selbst nicht so sehen oder bezeichnen. Wenn man sich das jetzt vorstellt, fiktiv gedacht, es gibt jetzt irgendwo so eine kleine Ortschaft, zum Beispiel in Deutschland, und in diesem Ort steht zum Beispiel eine Flüchtlingsunterkunft, und da sind so besorgte Bürger, die denken sich, nö, das wollen wir nicht. Aber eigentlich so richtig gut aufgestellt sind wir nicht, und von Öffentlichkeitsarbeit haben wir keine Ahnung, und überhaupt, wir haben keine Ahnung, wie man Transparente mag. Dann kann man sich vertrauensvoll zum Beispiel an 1% wenden, die ja sagen, wir vernetzen alles, was gut und schön ist. Und da kommt dann zum Beispiel so ein Filmteam, und die haben T-Shirts und die sind jung, und dann merkt man, oh, das sind die gleichen Leute wie bei den DDR. Und die kommen in diesen Ort und drehen dann ein nettes Video, schreiben vielleicht eine Rede für den chefbesorgten Bürger dort. Und man entwickelt dann eine gemeinsame Ästhetik für diese Videos, und das wirkt dann quasi alles reprofessionell aufgezogen. Also man bringt Know-how zusammen, da sind Leute da, die können Filme drehen, können Filme bearbeiten, und die wissen, was sich schön anhört, und dann unterlegt man das mit schöner Musik, und dann macht man quasi diesen, ich nenne es jetzt mal, asylkritischen Protest, wie sie es selber nennen, annehmbar,
macht so wie ein Weichzeichner drüber. Und diese besorgten Bürger vor Ort brauchen sich auch finanziell keine Sorgen machen, denn nachdem die so gut finanziell aufgestellt sind, ist das alles überhaupt kein Problem. Und deswegen, finde ich, muss man sich mit dieser Gruppe irgendwie auseinandersetzen, weil es da eben um sehr viel Kohle und sehr viel Öffentlichkeitsarbeit auch geht. Genau, wenn man sich diesen Aktionismus in Summe anschaut von diesen Gruppen, wird man merken, da ist recht viel geklaut worden bei dem, was Linke schon seit Jahrzehnten machen. Also gerade am Anfang waren das so Flashmobs, waren das Graffitis, mittlerweile sind das so Demos, Besetzungen von Gebäuden und dergleichen. Ein Vorbild, das es da gibt, also entweder weil sie es selber so benennen oder auch nicht, ist Casa Pound in Italien. Das ist eine Gruppe, die ist da also wesentlich älter als Identitäre, also die gibt es ja auch schon seit 2003, also Casa Pound jetzt. Die bezeichnet sich selbst als neofaschistisch, also das hebt sich jetzt nochmal so ein bisschen ab. Aber muss ich denken, das ist eine Organisation, die hat über 50 Ablegergruppen in Italien, die hat eigene Gebäude, eigene Theatergruppen, eigene Zeitungen, eigene Radiosender, eigene Tattoo-Studios, also da ist alles an Lifestyle da, was man braucht, wenn man gern rechtsextrem ist und irgendwie trotzdem so ein nettes Leben führen mag, da ist das Angebot da. Und ich glaube, wenn sie sich aussuchen könnten, würden Identitäre und sonst wer gern dorthin, wo die gerade stehen, vom Organisationsgrad her. Da ist man zum Glück eh noch weit entfernt. Also man merkt gerade bei Identitären, Infrastruktur, da hat man es noch nicht so, also das ist schwer zu beschaffen. Erst noch in Frankreich. Und da wird es dann auch zum Beispiel relevant, danach zu fragen, welche Rolle Parteien, Burschenschaften und dergleichen haben, einfach weil die über Infrastruktur verfügen, also Buden, Parteilokale und dergleichen. Ja, was ist das Ziel dieser Aktionen? Unter anderem bei Störaktionen zu sagen, wir gehen dort, wo ihr seid, wir wollen euch einschüchtern und den öffentlichen Raum nehmen und dergleichen. Also einfach da, also einfach nervig sein. Und das ist jetzt ein Bild, wo ich finde, also ich mag das Bild sehr gern, weil es irgendwie schön in einem Ding zusammenfasst, wie die Zusammenarbeit funktioniert. Das ist ein Bild aus Bayern aus dem März 2016. Und man hat hier so AfD, man hat 1%, man hat Identitäre, man hat Lederhosen, also ist irgendwie so alles da, vor allem junge Menschen. Und man merkt, man hat da verschiedene Initiativen, man hat eine Arbeitsteilung entwickelt, die aber ideologisch, also die trotzdem ideologisch zusammengehalten wird und wo man Synergien nutzt. Um das Ganze jetzt ein bisschen zu komprimieren und irgendwie anschaulich zu machen, wer jetzt konkret diese Leute sind, von denen ich jetzt so lange geredet habe, würde ich euch sehr gerne einen Videoausschnitt zeigen. Das ist aus dem Format Kulturzeit von Dreisat. Und da möchte ich eh nicht das Ganze zeigen, sondern nur einen Ausschnitt davon als Vorwarnung. Das dauert so in etwa 9 Minuten. Und wir werden dort eben die entsprechenden Personen sehen, um die es geht. Unter anderem die beiden da, Götz Kubitschek und seine Frau Ellen Kositzer. Und vielleicht, wenn ihr euch das anschaut, wir werden jetzt keine arge Filmbesprechung danach machen, aber vielleicht achtet mal einfach auch drauf, wie die sich selbst bezeichnen, was sie so als ihre Aufgabe sehen und vor allem auch, wie die unterschiedliche Rhetorik vor der Kamera von Dreisat ist und vielleicht die Reden, die dann in dem Fall Götz Kubitschek auf einer Pegida-Bühne hält. Also das hat von der sprachlichen Radikalität eine sehr andere Qualität. Genau, also wir besuchen jetzt diese Leute auf ihrem Rittergut, also die wohnen auf Schnellroder, sehen unter anderem, wie so ihr Heim so ausschaut, lernen ihre Ziege kennen, die sie so haben und füttern. Genau, ich hoffe, dieses Wechseln funktioniert. Ich bitte um Geduld, wenn es nicht so ist, aber ich glaube, das funktioniert schon. So, mal schauen, wo man das macht, noch groß, genau. So, schauen wir, ob das jetzt geht. Genau, ich würde ein paar Sachen gern kurz kommentieren, weil ich finde, das ist ein sehr, sehr dichtes Video, wo viel zusammenkommt und ich glaube, das ist noch wichtig, da auf ein paar Sachen einzugehen. Interessant ist ja recht am Anfang, spricht Götz Kubitschek davon, dass es legitim ist, so gefährliche Dinge zu tun. Und jetzt weiß ich nicht, inwiefern ihr zum Beispiel ein bisschen verfolgt habt, was jetzt zum Beispiel Götz Kubitschek selber oder seine Freundinnen und Freunde so gemacht haben. Aber ich würde sagen, gefährlich ist nichts von dem, was die tun. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel Aktionen ansieht, also gut, da war jetzt Kubitschek nicht dabei, das möchte ich nicht behaupten, aber so Aktionen wie Klausnitz waren sicher nicht für die gefährlich, die vor diesem Bus gestanden sind und gejohlt haben, sondern für Leute, die in diesem Bus gesessen sind, also für Flüchtlinge in diesem Bus. Das heißt, auch da versucht man sich also möglichst heldenhaft zu inszenieren, dass man sagt, oh, man geht jetzt Risiken ein für die eigenen Ideale.
Das hat nichts mit Gefahr oder mit sonst irgendwas zu tun, was dort gemacht wird. Dann ist auch interessant, weil richtigerweise auch gesagt wird, Götz Kubitschek identifiziert sich mit oder sieht sich in der Tradition von einem Stauffenberg. Wenn die Neue Rechte versucht, diesen NS-Vorwurf auch abzustreifen, beruft man sich jetzt auf, wie schon gesagt, die konservative Revolution, aber auch andere konservative oder wie auch immer man sie bezeichnen möchte, Proponenten wie Stauffenberg, der ja nicht jetzt ein marxistischer Widerstandskämpfer oder sonst was war, sondern der zwar in einem breiten Widerstandsbegriff da natürlich reinfällt, aber der einfach mit dem Kriegsverlauf auch nicht zufrieden war. Also man hat jetzt keinen argen Gegner der NSDAP oder sonst was vor sich. Also das ist recht interessant. Dann sieht man ein Buch in diesem Video, das den gleichen Titel trägt wie diese identitären Kampagne, nämlich das Buch Der große Austausch von Renaud Camus. Ist auch interessant, das ist ein Buch, das sehr positiv rezipiert worden ist von Alexander Markovic, wenn ich mich richtig erinnere. Und ist ein Buch, aber trotzdem, also Camus ist zum Beispiel eine Person, die am Rassebegriff festhält. Also es gibt auch, ich habe eine Zusammenfassung mal dazu geschrieben und der hat mit dem Begriff zum Beispiel überhaupt kein Problem. Dann fällt dieser Begriff autochthone Bevölkerung, über den habe ich heute schon mal kurz geredet. Das ist auch recht spannend, weil auch wenn der in der Alltagssprache Verwendung findet, bei Autochtonen oder bei dem, was mitschwingt, da geht es immer um Abstammungsfragen. Also wenn jetzt Leute meinen, man müsste Sozialleistungen oder irgendwelche Ansprüche und Rechte von einer Abstammung an abhängig machen, dann kann man sich überlegen, in welcher historischen Tradition man da steht und wie viel Nachweis von welcher Abstammung, welche Blutnachweise oder sonst was man da bringen müsste. Das heißt, im Endeffekt kommt man da über das, was Blut- und Bodenideologie ja ausmacht, nicht hinweg. Und das darf man sich nicht, verwirren lassen von solchen Begriffen. Und was, wenn man sich diese Filme dann anschaut, die 1%.de und dergleichen verbreiten, man merkt, die neue Rechte und ihre Akteurinnen brauchen apokalyptische Szenarien. Also in einer funktionierenden Demokratie oder so, da ist es langweilig offenbar. Also man braucht irgendwie Horrorszenarien, Kriegsszenarien, die man sich herschwebt. Also Identitäre schreiben ja auch von Krieg in Europa oder sonst was, um ihre eigene Legitimation daraus zu lesen. Also wie gesagt, recht viel in diesem kurzen Video, aber das war mir noch irgendwie ein Anliegen, das nochmal herauszustreichen. Und jetzt zu den Versuchen, das Ganze in Ableitungen zu packen. Was man merkt, ist, dass die Neue Rechte in den letzten Jahren ja, größer oder auf jeden Fall vielfältiger geworden ist, was ihre Akteurinnen anbelangt. Und dafür gibt es mehrere Gründe. Zum einen sind die Erzählungen, oder man kann es auch Diskurse nennen, die Feindbilder, die sie vor sich hertragen, in einer breiten Mitte abgesichert. Also unter dem Schlagwort Asylkritik verbirgt sich antimuslimischer Rassismus, der weiter verbreitet ist als jetzt bei irgendwelchen kleinen Verlagen oder kleinen Gruppen. Genauso wie Antifeminismus oder die Position gegen politische Korrektheit, die dann gern mit so Zensur und Ende der Meinungsfreiheit gleichgesetzt werden. Also auch da, man braucht diese Szenarien, man darf ja nichts mehr sagen, alles Apokalypse, alles gefährlich. Das zweite, das relevant ist, was diese Bewegungen oder Gruppen erfolgreich macht, ist, dass es dieses Motiv gibt, es diesen Eliten, den politischen Akteurinnen, denen da oben, wie es dann oft heißt, irgendwie zu zeigen. Und das hängt damit zusammen, dass etablierte Parteien, also die ehemaligen Volksparteien, wie es dann oft heißt, nicht mehr die Zuschreibung haben, problemlösend zu sein. Also denen wird nicht mehr zugetraut, Krisen irgendwie befriedigend zu beantworten und da Lösungen anzubieten. Ein Theoretiker, der das so auf den Punkt gebracht hat, ist der griechische Staatstheoretiker Nikos Poulantzas, der von einer Krise der Repräsentanz spricht. Also wenn quasi den etablierten Parteien oder den Herrschenden nicht mehr zugetraut wird, diese Krisen zu lösen, verlieren sie natürlich an Glaubwürdigkeit, verlieren an Absicherung und das ist auch der Nährboden zum Beispiel für diverse Verschwörungstheorien und dann finden Gruppen, die meinen, die das genauso kritisieren und die emotional ansprechend sind, eben einen Zuspruch. Und was man sehen kann, wenn man sich die Aktionen und Vernetzungen der letzten 2, 3 Jahre zum Beispiel auch ansieht, welche Gruppen sich da gegründet haben, ist, dass man schlussfolgern kann, ja, die Neue Rechte jetzt auf die Straße geschafft. Also das ist im Gesamtgeschichtlichen durchaus etwas Neues, weil das halt jahrzehntelang überhaupt keine Rolle gespielt hat und in den letzten Jahren dann immer stärker geworden ist. Akteure sind
zu legitimen Diskurs- und Gesprächspartnern und Partnerinnen geworden. Also ob das jetzt in Form von Politikerinnen, was ich der AfD ist, die natürlich in irgendwelche Talkshows eingeladen werden, weil sie Teil einer Partei sind. Aber in Österreich gibt es dann auch Beispiele von Identitären, die einfach in den ORF-Sendungen dann sitzen und Fragen stellen können. Und das sind halt Leute, die sehr wohl schon bekannt sind. Also es ist eine ganz andere Legitimation, wenn solchen Leuten auch Interviews abgenommen werden. Man muss dann immer schauen, warum redet man mit diesen Leuten. Also in diesem Dreisat-Beitrag war ja der Anspruch, ja, man muss mit ihnen reden. Die Frage ist natürlich immer, was erwartet man sich davon? Also wenn man sich Identitäre oder wenn man Götz Kubitschek interviewt, bekommt man ja keine argen Einblicke in irgendwelche Untergrundorganisationen und Tätigkeiten, sondern man bekommt eine Inszenierung. Also das ist einfach eine positive Selbstdarstellung. Also ich weiß nicht, was man sich oft erhofft, wenn man mit Leuten redet, aber okay. Das zum Beispiel ist eine Ableitung. Und zum anderen, was recht spannend ist in den letzten Wochen, ist, dass man sehen kann, dass ein Druck von Seiten von staatlichen Behörden sehr wohl dazu führen kann, dass es so Distanzierungsversuche untereinander gibt. Also vorher dieses Bild mit dieser trauten Einigkeit, AfD-Plakaten, 1% und Lambda-Symbolen. Mittlerweile wird, nämlich in allen deutschen 8 Bundesländern, werden Identitäre vom Verfassungsschutz beobachtet. Und in dieser Zeit hat man auch gemerkt, dass sich die junge Alternative auf einmal so ein bisschen schwer getan hat mit, jetzt müssen wir auch überlegen, wie wir zu den Identitären stehen. Und man merkt, wenn man sich so Videos anschaut, es gibt so Kundgebungen von Identitären und dann reden auch Proponenten der jungen Alternativen. Also man ist sich da ideologisch einig. Und mittlerweile ist es aber so, dass Markus Kronmeier, dieser Bundesvorsitzende der jungen Alternativen, sagt, okay, nein, jetzt gibt es einen Beschluss, wir nehmen jetzt keine Leute mehr von Identitären auf, die bei uns sind, die den Hintergrund haben, okay, die haben wir jetzt nicht raus, aber neue Leute bitte nicht. Und es gibt so ein sehr durchwachsenes Verhältnis auch zwischen AfD und Identitären zum Beispiel. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass die Leute an der Spitze sich denken, es kommt nicht so gut, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden, dann müsste man uns irgendwie rechtfertigen. Und gleichzeitig gibt es aber Leute wie, ich glaube, es ist dieser Till Schneider auch, der die sehr wohl ideologisch nahe sieht und der eben über 1% dann sehr wohl die Kontakte natürlich zu Identitären hat. Das heißt, wenn man es nicht mehr direkt miteinander machen möchte, dann hat man dieses Vehikel 1%.de zum Beispiel noch immer. Gut, das war jetzt recht viel Input und ich hoffe, es hat euch komplett erschlagen. Hier ist noch, also einerseits diese zwei Bücher, an denen ich mitgeschrieben habe mit Julian und Tascha gemeinsam. Das hier ist noch ein Blog, den wir initiiert haben, wo wir auch versuchen, so auf aktuelle Entwicklungen immer wieder einzugehen und da, wenn wir irgendwas finden, Veranstaltungen oder sowas, das irgendwie zusammenzutragen. Ein Blog, den es dann zusätzlich noch gibt, da steht es nicht auf der Folie, ist der von der Natascha, der heißt Schmetterlingssammlung.net. Also hat auch einen Österreich-Fokus, aber ist auch sehr spannend zu lesen. Wenn ihr merkt, es gibt Fragen, die euch nicht jetzt einfallen, sondern irgendwie später, oder es gibt Kritik, die ihr noch anbringen wollt, oder ihr wollt uns irgendwie einladen, weil ihr findet, andere Leute sollten sich auch damit beschäftigen, könnt ihr uns gerne schreiben. Entweder könnt ihr euch gerne an die Attac-Organisatorinnen wenden, die meine E-Mail-Adresse haben, und ansonsten gibt es noch diese Adresse der Bildungswerkstatt für Antifaschismus und Zivilcourage, biwarz@gmx.at. Ich hoffe, vieles von dem, mit dem ihr, mit den Erwartungen, mit denen ihr hergekommen seid, hat sich erfüllt und Fragen haben sich irgendwie geklärt. Ansonsten freue ich mich jetzt natürlich sehr über Fragen, Anmerkungen und Kritiken. Und genau, ich hoffe, wir haben noch quasi eine nette Zeit jetzt im Anschluss und können noch einiges klären. Auf jeden Fall mal danke für eure Aufmerksamkeit und für die Zeit heute Abend.